Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Was ist da von draußen Horizon los? Forbidden West. Mein Name ist Dr. Skill. Die Frage ist, was da draußen los ist, und genau das werden wir jetzt herausfinden. Die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern, zu Tränen gerührt. Ach, als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich habe mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspiele, da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Lebt wohl, meine Herren. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir. Wenn Morland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber zuerst sollte ich noch dieses andere Osaram-Lager besuchen. Mit meiner neuen Tauchermaske sollte ich so tief runter können, wie ich will. Osaram-Lager, jetzt muss ich mal schauen, wo soll das sein? Cool ist es. Abgeschlossen. Das sind alles unbekannte Geschichten. Da gibt es auch eine Aufgabe, auch hier mit versteckt. Verstehe. Ja gut, Stürmerareal haben wir jetzt keins. Sobald ich einen Ort mit mehr Wasser finde. Ja gut, dann hätte ich gesagt, reiten wir wahrscheinlich genau hier den Weg wieder zurück. Machen wir nur einmal kurz schnell speichern. So. Ah, unsere Maschine kann diesen Ort hier nicht betreten. Ich mal ein paar Meter weg. So. Da waren wir drauf. So. Relativ dunkel das Ganze hier. Das ist der Weg, den wir folgen wollen. Also wir sind hier auf dem richtigen Wege. Ah ja, hier. Oh ne, doch rechts rum. Oh, ist cool, Las Vegas. Selbst tausende Jahre später, wenn es zerstört ist, sieht Las Vegas immer noch cool aus. Gut. Reiten wir das Ganze mal wieder zurück. Schritte. Ist ein bisschen was vor uns. Ist das die Weggabelung hier? Ah ja, wir müssen so rechts rüber. Habe ich wohl verpeilt abzubiegen. Wäre vielleicht nicht passiert, wenn das Spiel sich dazu entscheiden würde, eine Karte einzubauen. Und hier hoch einfach. Ja, wir sind hier links, ist der Weg. Ich muss ihren Anführer loswerden. Vielleicht zieht sich der Rest dazu. Na, wir wollen zu der Basis. Jetzt schaue ich mal gerade. Ein bisschen rechts einschlagen. Ach, das ist der Weg, den wir folgen müssen. Jetzt haben wir es.
manchmal echt schwierig zu sehen, das Ganze. Links oder rechts? Richtig. Ich glaube hier, oder? Echt leider ein paar Mal gucken, weil das nicht so einfach ist, den Weg hier wieder richtig zu finden und weiter zu reiten. Ja genau, meine ich ja. Jetzt müssen wir wieder nach links. Gar nicht so einfach. Wenn du Vorräte brauchst, schau am besten in Salzmis vorbei, einem Dorf nördlich. Und mal einfach hier so gerade hoch. Das Essen der dortigen Köchin verleiht Soldaten viel Kraft. Und wer weiß, vielleicht können sie deine Hilfe brauchen. Vielleicht gehe ich dort vorbei. Danke. Links und dann rechts rum. Bloß nicht langsamer werden, eigentlich, mein Freund. Könnte ja nur unseren Tod bedeuten. So, schauen wir mal. Immer noch hier so weiter. Das ist aber nicht der richtige offizielle Weg. Oder? Das sieht wieder ein bisschen besser aus hier. Jetzt hier den kleinen Schlenker wahrscheinlich. Na, dann sind wir ja eh gleich da. So, man kann den Schlenker machen, man kann aber auch der Schlenker sein. Ja, das brauchen wir mal. So. Dann wieder da hoch. Solange ich mich nicht umdrehe, holen die uns eigentlich auch nie ein. Gleich da. Oben ist es dann eh schon. Ja, schnell. Abwechslung. Dieser Hinweg hat, glaube ich, länger gedauert. Komisch. Na gut, wir haben noch einen Zwischenstopp gemacht, fairerweise, ja, aber vom Ding. So. Hier irgendwo der Eingang, gell? Ja, eine Stufe höher. So. Voila. Home sweet home. Gucken wir mal den Poseidon in Gaia rein. Poseidon-Kern. Gerade das Wichtigste von allen. So. Von alleine auf und willkommen zurück, Aloy. Abgeben. Wie ich sehe, hast du auch Poseidon. Sieht doch gut aus. Da fehlt Aloy, noch einer. Kannst du mal runterkommen? Beta hat etwas, das du hören musst. Okay. Ich komme. Aloy, es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Sehr gut. Schauen wir mal, was Beta zu sagen hat. Die unten bei sich, ja, die ist unten, oder? Ja, da. Das ging ja schneller. Wollen ja direkt rein. Hi! Alles Gute, Isaac! Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Weißt du, ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen Kleinen. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Beta? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja?
Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitor auf Seer bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface. Und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hörte es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe kürzlich Daten über Tilda gefunden. Ich glaube, sie kannte Elizabeth Sobeck. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Was kannst du uns noch über Tilda sagen? Sie redete gerne über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je über ihr Leben auf der Erde oder wie sie zu den Zeniths kam? Etwas in der Art? Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, auf der Erde war sie eine gute Programmiererin. Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Und Tilda stellte den Kontakt über einen Datenkanal her? In meinem Trainingsinterface erschien er als neue Aufgabe. Als ich ihn öffnete, gab es eine Reihe von kurzen Störimpulsen. Sie ergaben eine transpositionale Chiffre. Anweisungen, wie man einen neuen virtuellen Raum öffnet. Als ich ihn betrat, verschwand mein Trainingsinterface. Anstatt der holographischen Lehrer und Dateien betrat ich eine perfekte Simulation ihres Zuhauses. Die anderen Zeniths wussten wirklich nichts davon. Für sie sah es aus, als würde ich noch üben. Mich allein beschäftigen. Und dieser geheime virtuelle Raum sah aus wie ein Haus mit Blick aufs Meer. Ich konnte weiße Schaumkronen sehen und die Wellen rauschen hören. Und draußen kreischten die Möwen. Drinnen hatte Tilda Rahmen, die ihre Lieblingsgemälde zeigten und sich in Intervallen an das Licht anpassten. Da war ein Sessel, den sie liebte. Sie saß da und blickte raus, während ich mir ihre Sachen ansah. Wir verbrachten dort Stunden. Ich wollte nie weg. Tilda zeigte dir Gemälde und ließ dich auf Mediendateien zugreifen. Bei jedem Treffen zeigte sie mir ein neues Gemälde. Ich glaube, sie war Niederländerin. Ihre Lieblingswerke stammten aus dem goldenen Zeitalter im 17. Jahrhundert. Porträts, Allegorien, Schiffe auf See. Sie hatte so viele. Haben sie dich interessiert? Ich mochte ihr Medienportal. Es war viel umfangreicher als mein Trainingsinterface. Clips, Filme, Holos. Mein Lieblingsfilm hieß Die Rückkehr, über eine Familie, deren Kind wieder auftaucht, nachdem es in der Heißzonenkrise verschwunden war. Okay, aber zeig dir dieses Portal irgendetwas über die Zeniths selbst, etwas, das wir brauchen könnten. Nein. Alle Informationen über sie waren zensiert. Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elizabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay? Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich.
als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen. Das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay. Dann lassen wir es dabei. Oh Mann. Okay. Was ist los? Ich versuch's, Val. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte, aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt. Doch er hat dich aufgezogen. Trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das. Aber ich habe gerade keine Zeit daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Aber so lange warte ich nicht. Okay. Soweit, so gut. Naja. Mit Blick auf die Uhr danke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Schaltet doch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.